Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys neue Oben mit mir, King Falk. Und letztes Mal haben wir dieses Videos vom Schlafen gebracht. Können wir das eigentlich jetzt im Lagerfeuer rumpappen? Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Petrulla saß am Feuer und beobachtete den Kessel. Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll Gothic-mäßig aus, aber hübsch. Danke, das reicht wohl. Dann red mal mit dir. Hans, erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Angriff. Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Kobolde? Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Genau. Kessel? Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Kessel bewachen? Willst du denn gar nicht schlafen? Kann ich gar nicht verstehen. Ich bin nämlich extrem müde. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... Für gehen? Kobolde. Errungenschaft freigeschalten, Rollenspieler. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin? Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüht. Kann man jetzt das eigentlich hier vorne Sicherheitskessel? Gut, die Kugel steckte. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Das ist doch zu den Waffen!
Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Dieser Ton muss Ruhe bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen! Beherrschung. Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hut Mutigur Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly. Arme, törichte Lilly. Das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Oh, Wasser kommt. Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein. Ich meine das ernst, das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Oh. Da wollen die Menschen. Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Da sind alle hingefallen. Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Na lol, können. Da waren die ganzen, die wo sie gefragt hat, wo die alle sind. Da waren sie also. Birgit, Discon, Shawnee. Boogie. Wieder alle hier sind. Die Tür war fest verschlossen. Ja. Kaffee. Tattoo. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Okay. Schlaf. Ich dachte da war. Als hätte ich gedacht, oder? Machen wir jetzt wirklich erst so mal.
Gittertür. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Ach so, da muss ich jetzt hier... wütend. Wütend. Die Tür war fest verschlossen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon. Ja, bis später. Jetzt. Woogie, woogie. Hier kann ich nicht wütend werden. Achso. Die Tür war fest verschlossen. Nö, da muss ich... Achso, ich muss hier doch spitze Gegenstände verwenden. Machen. Die Nadel darin pappen. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der St... Und wie es war, Lilly... Und jetzt muss ich mit Haube... Was passiert denn jetzt? Das hatte... Nö. Sollte nicht hier was hängen? Tolle Karte. Wird hier nicht noch ein Bogen sein? Er hatte eine... Das muss... Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Motigor steht in deiner Schuld. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Wütend? Und jetzt? Au! Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und was ist mit Petra? Lilly hatte noch nie... Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Und Drogelbecher? Drogelbecher? Genau, sag ich auch so. Okay. So, Flur. Was ist denn jetzt? Lalala. Kann man das aufnehmen? Die Tür war fest verschlossen. Gittertür. Und jetzt? Ja, das kennen wir ja immer noch schon. Woogie, woogie, buggy. Woogie. Jetzt müsste eigentlich, immer noch nicht. Was dachte? Und dann muss ich so spitze Gegenstand. Ach so.
Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Na gut, aber das war schon wieder eine Folge für heute. Die Zeit ist leider um. Ich würde mich, hoffentlich hat euch wieder die Folge gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wiedersehen!